Martin Reisch wurde im August 1924 in Hollenbach geboren. Seine Eltern bewirtschafteten einen kleinen Bauernhof. Nach Kriegsende heiratete er seine Frau Maria. Er fing an, in den landwirtschaftlichen Gebäuden Maschinen und Geräte für die Landwirte herzustellen. Er gründete die gleichnamige Firma Martin Reisch im Jahre 1951. Während dieser Anfangszeit unterstützten den Jungunternehmer sein Vater und sein Bruder. 1953 stellte er die ersten Mitarbeiter ein. Damals produzierten sie vor allem Förderbänder, Ackerwagen, Güllefasswagen und Düngestreuer. Die Nachfrage stieg. Auf einem ehemaligen Ziegeleigelände errichtete er im Jahre 1961 die erste Fertigungshalle mit ca. 700 Quadratmetern. Zum gleichen Zeitpunkt lief bereits die Planung zum zweiten Bauabschnitt. Die zweite Fertigungshalle mit einer Gesamtfläche von ca. 2000 Quadratmetern wurde schon ein Jahr später fertiggestellt. Einen herben Rückschlag erlitt das junge Unternehmen am 23. Juli 1965, als in der Holzverarbeitung ein Brand ausbrach und ein Großteil der Gebäude vernichtet wurde. Dabei verbrannte leider auch der neue und einzige Sattelzug, mit dem die Fahrzeuge zu den Kunden transportiert wurden. Nach den Ermittlungen der Polizei konnten die Wiederaufbauarbeiten beginnen. Die Nachfrage nach Kippfahrzeugen bis 5 Tonnen Nutzlast wurde in den darauffolgenden Jahren immer größer. Die Firma Reisch war damals der erste Hersteller, der neben zwei auch drei Seiten Kippanhänger in Serie produzierte. Zu dieser Zeit gab es weder Kräne noch Gabelstapler zur Bewegung der schweren Stahlträger, die zum Bau der Fahrgestelle erforderlich waren. Trotz der Schwerstarbeit mussten wöchentlich 55 Stunden gearbeitet werden. Der stetige Aufwärtstrend wurde im Jahre 1967 unterbrochen, sodass das Unternehmen gezwungen wurde, sich ein weiteres Standbein aufzubauen. So fertigte Reisch Getreideschrotmühlen in Lizenz. Trotzdem war es nicht zu verhindern, dass einige Mitarbeiter entlassen werden mussten. Einem glücklichen Umstand war es zu verdanken, dass die Krise jedoch relativ schnell überwunden werden konnte. Wir fanden einen Händler im Raum Hannover, der unsere Fahrzeuge in Niedersachsen bekannt machte und große Stückzahlen verkaufen konnte. Schon damals, Ende der 60er Jahre, spitzte sich der Arbeitermangel derart zu, dass das Unternehmen 33 türkische Gastarbeiter anheuern musste. Für die willkommenen Mitarbeiter wurde eigens eine Unterkunft errichtet. Allerdings gab es mit den neuen Mitarbeitern erhebliche Verständigungsprobleme, da sie kein Wort Deutsch verstehen oder sprechen konnten. Am 17. Juli 1976 konnte das 25-jährige Firmenjubiläum gefeiert werden. Zu diesem Anlass wurde eigens ein neuer 3-Seiten-Kippanhänger Typ D70 mit 7 Tonnen Gesamtgewicht als Großserie aufgelegt und erfolgreich verkauft. Durch die Anforderungen des Marktes nach Verbesserung der Farbbeschichtung musste der Betrieb ein weiteres Mal erweitert werden. Ein neues Tauchverfahren mit einer vollautomatischen Förderanlage wurde errichtet.
Nach dem Ausfahren der Teile und kurzer Verweildauer über dem Abtropfbecken wurde die Grundierung bzw. der Decklack im Brennofen bei 175 Grad eingebrannt. Durch diese Investition konnte schon damals eine Taktzeit von nur 12 Minuten erreicht werden. Am 22. Juni 1984 verstarb der Firmengründer nach langer, schwerer Krankheit. Die Übergabe der Geschäftsleitung an den Schwiegersohn, Herrn Richard Schoder, erfolgte bereits einige Zeit vorher. Obwohl das Werk in Hollenbach von landwirtschaftlichen Flächen umgeben war, konnten keine Flächen am Standort Hollenbach erworben und damit das Unternehmen nicht mehr vergrößert werden. Deshalb entschloss man sich, einen weiteren Standort in den neuen Bundesländern aufzubauen. Die Fertigung in Iliasbrunn konnte schon im Mai 1992 aufgenommen werden. In Iliasbrunn entstand in den darauf folgenden Jahren ein hochmodernes Werk zur Herstellung von Nutzfahrzeugen. So kommen zwei CNC-Plasmaschneidanlagen mit einer Schnittgröße von 2,5 x 10 Metern zum Einsatz. Dies ist vor allem für die zukünftige, gewichtsoptimierte Bauweise von Nutzfahrzeugen wichtig. Hinzu kommt eine gigantische 1000 Tonnen Tandem-Abkantpresse, womit speziell die hochverschleißfesten Bleche für Rundmulden gekantet werden. Inzwischen wurde der Maschinenpark um eine noch größere 1100 Tonnen Presse erweitert. Mit einem Spezialwerkzeug werden damit zum Beispiel die landwirtschaftlichen Brückenaußenrahmen in einem Arbeitsgang geprägt. Ergänzt wird die Fertigung durch zwei Schweißroboter, auf denen vor allem Rundmulden sowie alle Fahrzeugträger vollautomatisch geschweißt werden. Eine Lackierung ist nur so gut wie die Vorbehandlung der zu beschichtenden Teile. In einer großen Durchlaufstrahlanlage werden alle Fahrgestelle und Brückenböden optimal auf die bevorstehende Beschichtung vorbereitet. Das Zweigwerk umfasst eine Gesamtfläche von 4,5 Hektar und ist heute der wichtigste Zulieferer für das Stammhaus in Hollenbach. Als Vertreter der dritten Generation tritt im Jahre 2001 der gelernte Maschinenbautechniker Herr Markus Schoder in die Geschäftsleitung ein und setzt damit die Familientradition fort. Auch das Stammwerk in Hollenbach wurde bis heute stetig erweitert. Die letzte Erweiterung fand im Jahre 2008 statt. Das bisher knapp 5 Hektar große Firmengelände wurde um 6,5 Hektar erweitert und umfasst damit knapp 11 Hektar. Die Firma Reisch beschäftigt an beiden Standorten knapp 200 Mitarbeiter und ist damit der größte Arbeitgeber in der Region. Bis heute wurden bei Reisch knapp 150.000 Fahrzeuge produziert.